Hallo, guten Tag. Sie hält den Kopf gut. Hallo, hallo. Und auch hier fällt der Kopf nicht nach unten. Macht sie alles ganz toll. Die kleine Zoe ist eine wahre Kämpferin. Tapfer lässt sie die Untersuchung über sich ergehen. Es sieht alles gut aus. Dabei hat sie in den ersten 12 Wochen ihres Lebens schon einiges durchmachen müssen. Bei Mama Sonja ist die Freude groß. Schließlich hatten sie und ihr Mann bereits wenige Tage nach der Geburt einen Anruf bekommen, den beide erst einmal verkraften mussten. Da ist eine Uhr, die tickt, muss man wirklich so sagen. Man weiß nicht, wie schnell sie läuft. Und man muss da einfach reagieren. Wir wussten ja auch noch nicht, wie trifft es sie, wie stark ist die Krankheit bei ihr. Das heißt, wie ist der Verlauf und ja, so was man dann gegoogelt hat. Vielleicht sogar die Frage, wie lange hat man noch mit seinem Kind. Denn Zoe leidet an einer sogenannten spinalen Muskelatrophie, eine Art Muskelschwund. Nur etwa 100 Kinder werden in Deutschland mit der Erkrankung pro Jahr geboren. Sie kann auch erst später ausbrechen. Der Verlauf kann unter Umständen aber bereits im Kleinkindalter tödlich sein, weiß Dr. Birgit Kaufmann, Leiterin der Neuropädiatrie im Eltern-Kind-Zentrum am Klinikum Bremen-Mitte. Für die Kinder bedeutet das, dass sie ihre Arme nicht gegen die Schwerkraft heben können, dass sie die Hände nicht zur Mitte bekommen, nicht zum Mund bekommen, nicht nach Spielzeug greifen können. Aber auch, dass sie nicht richtig atmen können, dass sie gefährdet sind, Infekte zu bekommen. Klar ist, es muss schnell gehandelt werden, um die Auswirkungen der Krankheit möglichst gering zu halten. Das Eltern-Kind-Zentrum bietet als eines der wenigen nicht-universitären Krankenhäuser im Nordwesten eine Genersatztherapie an. Lange hat die Oberärztin mit ihren Kollegen für den Einsatz des vergleichsweise neuartigen Verfahrens gekämpft. Immer wieder haben die Eltern uns gesagt, könnt ihr nicht auch dafür sorgen, dass alle Therapien hier durchgeführt, angeboten werden? Und das war ein weiter Weg und nun ist es aber seit Februar diesem Jahres sind wir zertifiziert und bieten diese Therapie an und Zoe ist jetzt nun auch schon das dritte Kind, das die Genersatztherapie erhalten hat. Ursache für die spinale Muskelatrophie ist ein Gendefekt, bei dem vereinfacht gesagt ein bestimmtes Eiweiß, das für die Bewegung von Muskeln wichtig ist, vom Körper kaum oder gar nicht gebildet wird. Die Muskeln verkümmern in der Folge, hier in einem Erklärvideo der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke visualisiert. Im Rahmen der Genersatztherapie wird ein künstlich erzeugtes Gen per Infusion verabreicht. Das Gen bleibt im Zellkern, aber bildet komplementär eine eigene Ringstruktur und produziert dann das Eiweiß, was wir brauchen in dem Rückenmark, in dieser Vorderhornzelle. Das über 1 Million Euro teure Medikament wird von den Krankenkassen übernommen. Mittlerweile wird nach einer Geburt standardmäßig auf die Krankheit untersucht. Langzeitdaten für die Therapie gibt es zwar wenige, doch wenn alles gut läuft, kann ein Ausbruch bzw. Fortschreiten der Krankheit verhindert oder zumindest um mehrere Jahre verzögert werden. Noch vor nicht allzu langer Zeit undenkbar. Es läuft so wie bei anderen Kindern es jetzt auch wäre. Das macht einen froh und auch stark wieder, ne? Wir freuen uns auf das, was wir zusammen schaffen werden jetzt. Zwar wird Zoe auch weiterhin regelmäßig untersucht werden müssen, doch die Therapie, so die Hoffnung, wird ihren Weg in ihr noch junges Leben wohl leichter machen.